Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. Endlich mal wieder eine neue Aktienanalyse. Die letzte ist schon etwas länger her. Da ging es ja um Tencent im Rahmen des Starterdepots. Jetzt sind wir im neuen Format, das ich vorgestellt hatte als das Deutschlanddepot. Es hat sich aber gezeigt, dass der Name etwas irreführend ist. Es geht nämlich nicht um deutsche Aktien, sondern es geht um die beliebtesten Aktien der Deutschen. Oder andersrum ausgedrückt, es geht um die Bestseller-Aktien der Deutschen. Laut dieser Liste hier, da hat ja die Consorsbank eine Auswertung gemacht, welche Aktien am häufigsten anzutreffen sind in den Depots ihrer Kunden. Und aufgrund der hohen Anzahl der Depots halte ich diese Auswertung für repräsentativ. Das heißt, das hier sind wirklich die beliebtesten Aktien der Deutschen oder es sind die Bestseller-Aktien der Deutschen, weil ich würde nicht unbedingt sagen, dass die Deutsche Telekom die beliebteste Aktie der Deutschen ist, aber sie liegt halt in den meisten Depots der Deutschen rum. Wir werden uns jetzt in diesem Format beschäftigen mit diesen Aktien, also mit den Bestseller-Aktien und lasst mich an dieser Stelle nochmal einen Dank aussprechen an euch. Ich hatte nämlich hier gesagt gehabt oder habe euch hier aufgerufen, einen Titel mir vorzuschlagen für das neue Format und hier Campanili hat vorgeschlagen oder hat mir dann nahegebracht, oder, dass es sich hier um Bestseller-Aktien handelt und das habe ich jetzt auch aufgegriffen. Also das neue Format, hier geht es um die Bestseller-Aktien. Und ganz konkret geht es jetzt hier um die Bestseller-Aktie der Deutschen Telekom. Wir gucken uns also die Telekom an und das sind alles sparplanfähige Aktien übrigens, jedenfalls bei der Consorsbank. Wir gucken uns jetzt die Telekom-Aktie an und schauen, ist sie auch sparplanwürdig aus unserer Sicht und gucken uns auch andere Aktien an, die als alternatives Investment auch sparplanfähig in Frage kommen. An der Stelle danke an die Consorsbank, die das ganze Format hier unterstützt. Ich investiere hier echtes Geld im Rahmen über Sparpläne und dieses Geld, das kommt von der Consorsbank. Also Deutsche Telekom. Dann gehen wir mal hier zum Aktienfinder. Da habe ich eine kleine Watchlist gemacht, einen kleinen Merkzettel. Da sieht ja schon, dass die Deutsche Telekom vertreten, auch AT&T und KDDI und T-Mobile als alternative Investments. Mein Name übrigens ist Thorsten Tiet und ich bin der Gründer der Seite aktienfinder.net. Hier geht es ums langfristige Investieren und von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und dann gleich noch hinterhergeschoben der Disclaimer. Wo ist er denn? Moment, ich habe ihn gleich. Hier ist er. Mit Aktien kannst du Geld verlieren. Ich habe keine Glaskugel und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Ich bemühe mich natürlich, erfolgversprechende Investments vorzustellen. Aber wohin das Schicksal den Aktienkurs führt, kurzfristig ist es eher Schicksal, langfristig ist es eher das Fundamentale. Das weiß ich nicht. Und bitte mach dir selbst Gedanken, bevor du in irgendwas investierst. Und gerade in diesem neuen Format, da ist der Weg das Ziel. Also wir gucken wir uns ja jetzt hier die Aktien an, werden einen Sparplan machen. Aber es ist jetzt nicht ein so strukturiertes Depot, wie es das Starterdepot ist, wo wir am Anfang an gleich festgelegt haben, wie soll die Gewichtung sein nach Branchen, nach Regionen und so weiter. Also hier würde ich eher sagen, ist der Weg das Ziel. So, dann fangen wir mal an mit der Deutschen Telekom. Wenn du die Deutsche Telekom analysierst, dann wirst du unweigerlich auf T-Mobile USA stoßen, weil T-Mobile USA oder US hier ist eine Tochter von der Deutschen Telekom. Die Deutsche Telekom hält 63,5% an T-Mobile. Bevor wir aber eigentlich so ins Detail einsteigen, möchte ich noch ein bisschen auf die Geschichte von der Deutschen Telekom eingehen, denn die Deutsche Telekom ist das Traumata der deutschen Aktienkultur. Und da habe ich eine kleine Grafik gemacht, die das wohl auch erklärt. Es gab einen Börsengang. Die Deutsche Telekom hat ja zur Deutschen Post ursprünglich gehört und wurde dann privatisiert, war am Anfang zu 100% im Besitz des Bundes, des Staates. Der Staat ist immer noch mit ungefähr einem Drittel übrigens beteiligt an der Deutschen Telekom. Und das Ziel ist über die KfW und den Bund an sich. Und das Ziel ist dann, diese komplette Beteiligung auf 0% zurückzuführen. Gehen wir jetzt aber erstmal hier wieder in die Geschichte der Deutschen Telekom. Es gab hier den Börsengang, den ersten, und dann gab es zwei Kapitalerhöhungen. Und da wurde ja kräftig die Werbetrommel gerührt. Wer schon etwas länger am Aktienmarkt dabei ist, so wie ich, der weiß, der kennt, der weiß noch, was das hier zu bedeuten hat. Das war dann die T-Aktie und das war der mittlerweile verstorbene Schauspieler Manfred Krug, der für die T-Aktie Werbung gemacht hat.
Und am Anfang sah das Ganze sehr erfolgversprechend aus, denn der Aktienkurs der Deutschen Telekom ist gestiegen und in diese steigenden Kurse wurden dann nochmal zwei Kapitalerhöhungen gemacht. Und da gab es schon so einen kleinen Aktienhype. Und die Anzahl der Aktionäre hatte sich da dann auch, ist auch schon gestiegen auf Größen, die bis heute unerreicht geblieben sind. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass es halt mehr oder weniger ein Hype war und die Leute sich nicht wirklich, also ich glaube, der durchschnittliche Käufer hat sich nicht wirklich mit der Aktie an sich beschäftigt, geschweige denn mit der Deutschen Telekom als langfristiges Investment oder irgendwelche Fundamentalanalyse betrieben, wie wir das jetzt machen. Damals gab es ja den Aktienfinder auch noch nicht, war also noch ein bisschen schwerer damals, das Ganze zu tun. Und ich sage jetzt einfach mal, es war ein Hype, der wohl auch von Gier getrieben war. So wenigstens teilweise. Und im Prinzip war es wohl egal, ob es sich um die Deutsche Telekom-Aktie, ob es sich um eine andere gehypte Aktie gehandelt hätte, ob es sich überhaupt um Aktien gehandelt hätte, hätte ja wahrscheinlich genauso gut auch Tulpen sein können oder vielleicht auch Klopapier. Hauptsache eben, dass man irgendwie zur Überzeugung gelangt, dass das irgendwie mehr wert wird und dass man es das halt jetzt kaufen muss, bevor es noch teurer ist, um halt eben ja, von den steigenden Kursen zu profitieren. Nun gut, dann kam es, wie es kommen musste. Oder bei jedem Hype oder bei jeder Blase ging halt die Luft raus. Das war dann auch die Dotcom-Bubble. Und der Aktienkurs, der ist dann entsprechend gefallen. Und dann gab es eben entsprechend Ernüchterung. Und die Aktienkultur, die ja nie wirklich eine Aktienkultur gewesen ist, sondern dieser Aktienhype, der war dann wieder beendet. Und die Anzahl der Aktionäre ging dann eben wieder zurück. Ich denke aber, dass die Deutsche Telekom in so vielen Depots vor allem deshalb liegt, aufgrund dieser Börsengänge hier und also aufgrund dieser Geschichte hier. Und deshalb wollte ich das auch mal erzählen. Und da sehen wir hier jetzt diesen ja, Kursverlauf, den langfristigen. Und dann seht ihr, dass die Deutsche Telekom dann so ein bisschen rumgeeiert ist und dann hat sie nochmal nachgegeben vom Kurs, hat dann hier in 2012, Anfang 2013 die absoluten Tiefskurse erreicht, deutlich unter 10 Euro, war irgendwas mit 8 Euro, glaube ich. Und dann seht ihr aber, dass es hier plötzlich so eine Erholung gegeben hat. Zwischen 2013 und 2015 hat sich dann der Kurs verdoppelt. Seitdem wieder ein Seitwärtslauf. Aber hier ist irgendwas passiert. Und was hier passiert ist, ist halt eben ein Namen. Und der Name heißt T-Mobile USA. Wie gesagt, ist T-Mobile USA eine Tochter der Deutschen Telekom. Und wenn ihr hier mal auf die Marktkapitalisierung schaut, dann seht ihr, dass T-Mobile USA eine Marktkapitalisierung von 60,5 Milliarden Euro hat und die Deutsche Telekom hat eine Marktkapitalisierung von 73 Milliarden Euro. Das heißt, die Tochter wird fast so hoch bewertet wie der Mutterkonzern selbst. Mit anderen Worten, wenn es T-Mobile USA gut geht, dann geht es auch der Deutschen Telekom entsprechend gut und andersrum. Ja, T-Mobile USA. Die ist gekauft worden. Da gehen wir nochmal zur Grafik zurück. Schon vor langer, langer Zeit von Ron Sommer, als der noch CEO der Deutschen Telekom war. Ich glaube, ich weiß es nicht genau, irgendwann kurz nach 2000, also zwischen 2000 und 2002 irgendwann. Da wurde dann Voice Stream gekauft, also ein US-Mobilfunkanbieter. Der wurde dann umbenannt in T-Mobile USA. Und das stand aber dann unter keinem guten Stern über viele Jahre. Also T-Mobile USA hat sich nicht so entwickelt, wie erhofft. Und im Jahr, lass mich mal gucken, 2011, glaube ich, hat dann auch die Telekom versucht gehabt, oder geplant gehabt, die US-Tochter an AT&T zu verkaufen. Hätten dabei einen Verlust realisiert von 11,7 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum damaligen Kaufpreis von VoiceStream. So hoffnungslos schien das Ganze zu sein. Dann kamen aber die US-Kartellbehörden und haben gesagt, oder haben diesen Kauf nicht genehmigt, sodass die T-Mobile USA behalten werden musste. Und dann kam ein neuer CEO, der heißt John G. Legere. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Und der hat eine neue Strategie eingeführt. Und diese neue Strategie hat dann plötzlich den Erfolg gebracht. Und das möchte ich euch mal ganz eindrucksvoll zeigen. Hier, da seht ihr nämlich die Kundenzahl von T-Mobile USA.
Das seht ihr hier die Jahre 2010, 2013. Da seht ihr, wie das so stagniert hat. Die ganze Zeit eine mehr oder fast eine Linie hier. Und plötzlich macht es Bumm. Plötzlich steigt die Anzahl der Kunden von Quartal zu Quartal an. Hier haben wir einen kleinen Rückgang, aber hier steigt es wieder weiter an. Im Jahr oder im ersten Quartal 2013 gab es noch 34 Millionen Kunden in den USA. Mittlerweile hat T-Mobile USA 83 Millionen Kunden. Also das ist mehr als eine Verdoppelung innerhalb von 6 Jahren. Und dieses Wachstum, das ist der neuen Strategie von T-Mobile USA zu verdanken. Und die heißt Uncarrier. Also diese Mobilkonzerne, die sind Carrier. So ist der englische Begriff. Und Uncarrier, das finde ich ganz lustig. Das sagt also quasi den Unternehmen, dass es nicht mehr so sein möchte, dass, wie eigentlich diese Unternehmen so sind in der Branche. Also das möchte ich uncarrieren. Mit anderen Worten, auf Deutsch heißt es, die möchten gut, sie haben sich vorgenommen, kundenfreundlich zu sein. Das ist vielleicht mal eine ganz gute Idee, wenn wir mal anfangen, kundenfreundlich zu sein. Und klingt ein bisschen komisch, aber es hat einen Erfolg gebracht. Ich werde auch, oder ihr könnt es dann auch bei T-Mobile USA nachlesen, auf der Homepage. Es gibt dann Details zur Uncarrier-Strategie. Und so wie ich jetzt mitbekommen habe, also wir haben ja Verizon, AT&T, Sprint als große Anbieter, ist T-Mobile USA mit Abstand das erfolgreichste Unternehmen. Sie sind nicht das größte Unternehmen, aber sie sind das erfolgreichste und am schnellsten wachsende Unternehmen, also Mobilfunkunternehmen. Und was man jetzt auch noch wissen sollte, ist, dass T-Mobile und Sprint zusammen fusionieren werden. Und wenn dann diese Fusion rum ist und falls dann der Funke der Kundenfreundlichkeit auf Sprint oder überschlägt, dann werden wahrscheinlich für AT&T und Verizon schwerere Zeiten einbrechen als jetzt schon, vermute ich mal. So, gehen wir nochmal zurück. Dann so viel also zur Tochter T-Mobile USA und jetzt dann zur Deutschen Telekom an sich. Also ich habe jetzt versucht klarzumachen, dass das Wachstum von der Deutschen Telekom oder die Zukunftsaussichten der Deutschen Telekom untrennbar mit den Zukunftsaussichten von T-Mobile USA verknüpft sind. Und das Wachstum ist vor allem auch da, also in den USA, da kommt das Wachstum her. Bei der Deutschen Telekom, also im Bereich Deutschland, Europa, da soll es auch Wachstum geben, aber es ist halt nicht so dynamisch wie da unten. Ja, gucken wir uns mal die Deutsche Telekom an. Und die Deutsche Telekom, die Kaufaktie, die kauft man ja, würde ich mal vermuten, in erster Linie aufgrund der Dividende. Also die gibt eine Dividende von 4,6%. Das heißt, ich würde jetzt diesen Dividendenfokus haben und würde also zuerst mal die Frage stellen, ob die Dividende sicher ist oder sicher scheint. Mich also nicht verklagen in 5 Jahren, wenn die Dividende gestrichen wird, ob sie sicher scheint. Da haben wir hier diese hübsche Grafik und da sehen wir ja hier die Dividenden. Da sind also diese blauen Balken und da seht ihr hier, ja, dass es Verlustjahre gegeben hat und ihr seht, dass hier bei den Verlustjahren die Dividende mal komplett ausgefallen ist. Das war in 2,3, in 2,4 der Fall. Ihr seht auch Dividendenkürzungen zwischen 2013, 2014 beispielsweise. Das heißt, die Dividendenhistorie ist nicht die eines Dividendenaristokraten. Was vielleicht aber wichtiger ist, das ist, wie sieht es momentan aus? Und dann seht ihr hier schon erstmal, dass die Dividende gedeckt ist, bezogen auf den Free Cashflow. Ich mache mal das weg, dann seht ihr das besser. Seht ihr ja den Free Cashflow und jetzt seht ihr hier die Dividenden. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, werden die Dividenden entweder aus den laufenden Erträgen bezahlt oder aus der Substanz, was nicht so gut wäre, weil es nicht ewig funktioniert. Und weil es auch linke Tasche, rechte Tasche wäre. Eigentlich sogar schlechter wegen der Steuer, aber ist egal. Ihr seht, dass hier den Free Cash, also ihr seht hier den Free Cash Flow und hier seht ihr die Dividenden der letzten 12 Monate tatsächlich und hier den Free Cash Flow der letzten 4 Quartale. Und ihr seht, dass die Dividende hier gedeckt ist. Und zwar recht deutlich. Und dann seht ihr hier noch die Prognosen. Und es ist das Ziel der Deutschen Telekom, dass der Free Cash Flow jährlich um 10% steigen soll. Nicht tut, soll. Aber wir sehen hier mal schon mal ein recht entspanntes Bild bezüglich der Deckung der aktuellen Dividende über die Deutsche Telekom. Ich habe schon gesagt, dass die Dividende zur Not auch aus der Substanz bezahlt werden kann.
was ja ganz offensichtlich hier mal der Fall gewesen ist. Also gucken wir uns mal kurz noch die Substanz der Deutschen Telekom an in der Vollanalyse. Und da wäre dieser Chart hier relevant, aber nicht alles brauchen wir hierzu, sondern nur einige kleine Teile, nämlich die hier. Und ihr seht hier Cash oder Cash, leicht zu Cash zu machen, der Wertpapiere, Cash nah, sagen wir mal. Und das ist quasi die Substanz, von der ich gesprochen habe. Natürlich könnte das Unternehmen auch neue Schulden aufnehmen und Dividenden zu bezahlen, aber einfacher ist es, wenn es einfach genügend Geld hat, um die laufenden Dividenden zu finanzieren. Im Notfall, also hier. Ihr seht hier das, was ich als Tilgungskraft bezeichne. Das heißt, wenn abzüglich des Free Cashflows, also wenn man den Free Cashflow hat und dann noch die Dividende bezahlt, ist das, was übrig bleibt, das, was ich als Tilgungskraft bezeichne, weil das theoretisch verwendet werden könnte, um die Schulden zu tilgen. Und ihr seht hier, dass die Tilgungskraft mal negativ gewesen ist. Das heißt, da musste die Dividende quasi aus der Substanz bezahlt werden. Und jetzt seht ihr aber hier, auch aufgrund des gestiegenen Free Cashflows, dass wir wieder eine positive Tilgungskraft haben. Wenn wir mal wieder auf die letzten 12 Monate gehen, dann seht ihr, dass die Dividende, die ausgeschüttet worden ist, 3,5 Milliarden Euro betrug, aber dass der freie Cashflow 6,5, fast 6,6 Milliarden betrug und dann, dass wir halt eine positive Differenz haben von etwas über 3 Milliarden. Und wir haben hier Cash und Wertpapiere nochmal von 6 Milliarden. Das heißt, die Dividenden sind gedeckt. Wobei diese Cash und Wertpapiere, diese 6 Milliarden, das sind diese 3 Milliarden Free Cashflow schon drin. So, was auch ganz interessant ist, wenn ich es gerade sehe, also ihr seht, dass wenn wir hier so diese Tilgungskraft, wenn diese positiv geworden ist, dann stiegen auch die, sage ich jetzt mal, Bilanzreserven, dann stieg auch die Liquidität in der Bilanz an, das sieht man hier schön. Und wenn die Tilgungskraft wieder abgenommen hat, dann sinkt die Liquidität wieder und gibt hier also durchaus so eine gewisse Korrelation. Das ist nicht 1:1, weil Cash und Wertpapiere hängen halt nicht ausschließlich quasi mit dem laufenden Cashflow zusammen. Kann ja auch aktiv Tausch in der Bilanz geben oder man kann ja auch neue Schulden aufnehmen. Aber es gibt hier, finde ich, durchaus einen Zusammenhang. Was hier übrigens noch ganz interessant ist, das ist, ihr seht hier, jedenfalls wenn ich den Zoom rausnehme, die Kapitalerhöhung und die Börsengänge der Telekom noch. Ja, genau, jetzt, also ihr seht hier, eigentlich habe ich es ja gemacht wegen den Aktienrückkäufen, um die Verfälschung hier pro Aktienkennzahlen kenntlich zu machen, aber in diesem speziellen Fall seht ihr hier die Börsengänge der Telekom. Ihr seht hier den 97, dass hier die Anzahl der ausstehenden Aktien sich erhöht hat. Da seht ihr es nochmal, 99 und dann hier nochmal die Anzahl der ausstehenden Aktien hat sich erhöht. Da dann auch nochmal vielleicht Wandelanleihen. Naja, aber das nur so am Rande. Also was ihr hier jetzt gesehen habt, das ist, meine ich, dass die Dividende momentan sicher scheint und nicht aus der Substanz bezahlt werden muss, sondern vom laufenden Cashflow, Free Cashflow gedeckt ist. Dann würde ich mal zur Bewertung übergehen und dann nehmen wir oder bleiben wir erstmal bei der Dividendenbrille. Und das hier ist der Dividendenturbo und da wird dann könnt ihr die historische Dividende, machen wir erstmal vielleicht das hier, da seht ihr den Verlauf der Dividendenrendite von der Vergangenheit, also von 2000 bis heute und so ein bisschen in die Zukunft. Und hier wird eine Dividendenkürzung prognostiziert. Das passiert ab und zu, wenn man diese Durchschnitte ausgerechnet werden von den Analysten, darauf nichts geben. Also die Dividendenkürzung hier, das ist einfach, sage ich mal, eine technische Art, genau. Momentan beträgt die Dividendenrendite 4,56% und ihr seht, die war mal deutlich höher hier zwischen, ja, insbesondere hier zwischen 2008 und dann bis in 2013 rein. Also in der Zeit, als es der Telekom quasi nicht so gut ging, wo auch die Aktie Tiefskurse erreicht hat, wo sicherlich auch die Dividende alles andere als sicher war, da war die Dividendenrendite sehr hoch. Dann hat der Kurs zugelegt, der Aktienkurs, das seht ihr dann sicherlich auch hier. Und lass mich mal hier raus zoomen.
Hier, ne? Dann hat der Aktienkurs hier zugelegt, hat sich hier ja mehr als verdoppelt sogar. Entsprechend ist dann die Dividendenrendite gesunken hier. Und jetzt dann aber seit 2015, da war die dann unter 3%, die war mal unter 2,9% und dann ist sie wieder gestiegen hier. Und wenn wir jetzt rauskriegen wollen mit der Dividendenbrille, ob die Aktie günstig bewertet ist oder teuer bewertet, dann kommt es eigentlich drauf an, ne? Anhand der Dividendenrendite, welchen Abstand oder welchen zeitlichen Horizont wir angucken. Wenn wir jetzt hier die letzten 10 Jahre oder so uns anschauen würden, dann hätten wir jetzt noch diese Dividendenrendite drin, dann wäre die Aktie, also das wäre also auch dieser Dividenden. Korridor würde ich mal vermuten, also ein langlaufender Dividendenkorridor, dann wäre die Aktie überbewertet. Das heißt, ihr seht ja hier, dass die aktuelle Dividende ziemlich weit unten beim aktuellen Korridor ist. Hier war die noch viel weiter unten, aber hier ist sie immer noch unten. Wenn ihr jetzt aber einen kurzlaufenden Korridor nehmt, dann ist die Aktie mehr oder weniger fair bewertet. Und das ist auch der Korridor, der Sinn macht, würde ich sagen, oder für mich auch den Zweijahreskorridor, da ist die Aktie leicht unterbewertet. Ihr dürft auf keinen Fall hingehen und einfach so stumpf die letzten 10 Jahre oder so nehmen, weil die Telekom von damals ist nicht die Telekom von heute. Und wenn ihr auf eine Dividendenrendite warten wollt von 9%, da wächst euch wahrscheinlich ein Bart, das wird ewig dauern, dann müsste der Telekom einfach wieder richtig schlecht gehen und dann müsste der Aktienkurs wieder richtig, richtig fallen. Und ob ihr die Aktie, also die Telekom-Aktie dann noch haben wollt, ist wieder eine ganz andere Frage. Das müsst ihr dann quasi neu analysieren. Und deshalb macht es eher Sinn, wenn wir eigentlich einen Zeitverlauf von hier eigentlich uns anschauen. Und aus dem Zeitverlauf, da seht ihr, dass die Dividendenrendite eher hoch als niedrig ist. So, das wäre die Bewertung aus der Dividendenbrille. Die wird gerne gemacht, vor allem eben von Dividendeninvestoren, die etwas ausgeklügeltere und auch aussagekräftigere Bewertung, das ist die hier, das ist die dynamische Aktienbewertung, weil, wie ich immer sage, die Dividende, die lebt ja nicht im luftleeren Raum, sondern ich habe jetzt versucht zu zeigen, die wird ja aus dem Free Cashflow, aus dem laufenden Cashflow bezahlt, beziehungsweise aus der Substanz, aber im besten Fall oder eigentlich aus den laufenden Erträgen, dem laufenden Cashflows. Deshalb sollten wir uns auch die Cashflows und die Gewinne anschauen und unsere Bewertung am besten darauf basieren lassen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wir gucken hier den Gewinn, den operativen Cashflow. Wir haben auch die Dividende, aber die nehme ich jetzt erstmal nicht rein. Und da sehen wir jetzt eben die langfristige Entwicklung bei der Deutschen Telekom. Und jetzt gilt es wieder, diesen repräsentativen Zeitraum, ähnlich wie ich es auch hier gesagt habe, herauszufinden, für den wir für die Bewertung heranziehen möchten. Und wir haben ja, aufwärts ging es ja eigentlich, das seht ihr ja auch hier mit der Tochter in 2013. Das heißt, da wäre jetzt erstmal naheliegend, dass wir dann auch hier in 2013 als Zeitraum nehmen. Allerdings hat es hier erst angefangen, da sehen wir dann, dass da die KGVs dann auch noch relativ hoch sind. Man sieht es jetzt nicht, man sieht es aber jetzt, wenn die Daten ganz in KGVs reinkommen. Hier ist das KGV noch bei 46. Im Geschäft der 2013 konnte sich das halt so noch nicht entfalten, der Gewinn. Aber der Aktienkurs ist halt schon ein bisschen angezogen. Das heißt, wir haben hier so ein verfälschendes KGV drin. Und deshalb würde ich 2014 nehmen und da dann damit anfangen und dann die Multiples, die wir für die Berechnung nehmen, darauf basieren lassen. Was wir auch sehen hier, das ist, dass der Gewinn sich recht unzuverlässig entwickelt. Also hier ist dann entwickelt er sich etwas zuverlässiger, aber hier ging es ziemlich hoch und runter. Und der operative Cashflow hingegen, das war so ziemlich gleichmäßiger Einkommensstrom. Das ist übrigens ja, also ich bin eigentlich so, ich habe keine Telekommunikationsaktie bisher im Depot. Bin halt nicht so der Fan von richtig hohen Dividenden bisher. Was aber hier deutlich besser ist beispielsweise als in der Automobilindustrie, das zeige ich euch hier mal vielleicht, einfach, dass die Einnahmen zuverlässiger sind. Und ich
erklären wir das einfach dadurch, dass die haben eben extrem viele Kunden. T-Mobile USA hat ja über 80 Millionen Kunden. Und dann gibt es eben diese langlaufenden Verträge, wie du es auch von der Deutschen Telekom oft kennst, mit 2 Jahren. Das heißt, da kommen immer viele, viele, viele kleine Beträge rein. Das ist halt anders wie in der Automobilindustrie, wo du einmal ein Auto kaufst, alle 10 Jahre oder so. Und dann müssen die halt gucken, wie sie das Geld wieder herkriegen. Das ist halt auch relativ, sage ich jetzt mal, krisenresistenter als in der Automobilindustrie, weil ist ja jetzt nicht so, dass du den, wenn jetzt eine Wirtschaftskrise kommt, du deinen Vertrag bei der Telekom kündigst, weil es ja eher Grundbedarf. Und wahrscheinlich kannst du ihn gar nicht kündigen, weil du eben 2 Jahre gebunden bist. Also das gefällt mir insgesamt an der Branche und das finde ich, beziehungsweise das finde ich besser als bei der Automobilindustrie. Auf der anderen Seite, was genauso ist wie bei der Immobilienindustrie, ist halt, dass der freie Cashflow und der operative Cashflow, dass die ganz stark voneinander abweichen. Weil halt das Telekommunikations- oder die Telekommunikationsbranche auch ziemlich investitionsintensiv ist. Zurück zur Bewertung. Ja, dann mal das hier weg, dann holen wir mal den Kurs. Gucken wir uns mal die 3 Fernwerte an, die wir hier parallel ausgerechnet haben, also nur für diesen Zeitraum hier. Das ist der Fair Value KGV, Fair Value basierend auf dem operativen Cashflow und auf der Dividende. Und du siehst hier, dass der Fair Value KGV, der geht ziemlich durch die Decke, weil der Gewinn sich eben sehr positiv entwickeln soll. Und das ist jetzt also etwas sehr optimistisch. Das heißt, dann mache ich den einfach mal weg. Dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt siehst du, dass wir hier noch 2 faire Werte haben. Einmal basierend auf der Dividende und einmal basierend auf dem operativen Cashflow. Und die gehen eigentlich Hand in Hand. Du siehst, dass dann basierend hier erstmal die Telekom-Aktie überbewertet war. Dann ist der Aktienkurs gefallen hier von 17 auf 13 Euro. Ja, etwas über 20%. Und jetzt siehst du, dass er wieder leicht erholt hat, aber du siehst auch, dass eben basierend hier auf den fairen Werten die Deutsche Telekom deutlich unterbewertet scheint. Warum ist das so? Weil wir hier KCVs hatten von 4,4, von 3,7 oder hier, wir müssen mal ein bisschen zurückgehen. Hier von 4, fast von 5, von 4,5, von 4,4 und mittlerweile halt nur von 3,5. Und es ist halt deutlich günstiger, dieses Multiple deutlich, deutlich niedriger, als es in der Vergangenheit war. Und die Dividendenrendite, das siehst du halt, wir hatten hier immer noch knapp 4% gehabt, 3,8, aber dann nur 3%. Ich habe es dir im Dividendenturbo gezeigt, immer unter 2%, dann 3,5% und jetzt eben eine Dividende von 4,6%. Und die liegt halt deutlich über dem Durchschnitt von 3,8% und das aktuelle KCV von 3,5 liegt halt deutlich unter dem KCV von 4,2 und so kommt dann rechnerisch ein fairer Wert zustande, der deutlich höher ist, als eben momentan der Aktienkurs hergibt. Und so haben wir halt eine Unterbewertung und dann eben recht deutlich, wenn man hier das vergleicht, dann nehmen wir mal hier aufs laufende Geschäftsjahr zum 31.12., dann hättest du hier eine Unterbewertung von 22% ungefähr. Also schon recht deutlich. So, wie es aber weitergeht, wie gesagt, mit der Deutschen Telekom, das hängt dann von T-Mobile ab. Dann würde ich sagen, das war's mal für die Deutschen Telekom. Gucken wir uns mal noch AT&T und KDDI an. Vielleicht ein bisschen kürzer. AT&T, also der direkte Konkurrent der Tochter T-Mobile USA. Und da gucken wir erstmal hier rein. Das ist im Prinzip das gleiche wie bei der Deutschen Telekom, ein hoher operativer Cashflow, aber dann auch ein relativ großer Abstand zum Free Cashflow, wobei der freie Cashflow hier sich deutlich stabiler verhält, als es bei der Deutschen Telekom der Fall gewesen ist. Ja, Dividendenaristokrat hier, wie hoch ist die Dividende? 5,4%, also knappes Prozent höher als bei der Deutschen Telekom. Ja, genau, ein knappes Prozent höher. Und hier siehst du den Dividendenaristokraten. Gucken wir uns mal die Bewertung an. Gehen hier mal kurz in den Dividendenturbo rein. Da siehst du, dass wir nicht so die großen Ausschläge haben, wie es bei der Deutschen Telekom der Fall ist. Du siehst auch hier,
dem Dividendenaristokratenstatus entsprechend sehr stabile Entwicklung der Dividende. Allerdings ist das Dividendenwachstum doch ziemlich mau. Wir gucken uns die Kennzahlen nochmal hier da oben dann an. Was die Dividende angeht, wenn wir einfach nur das hier angucken, dann siehst du einfach mal so optisch, dass die Dividende irgendwo so im historischen Mittelfeld liegt im Vergleich zur Vergangenheit. Gucken wir uns mal die Bewertung an. Dann müssen wir natürlich auch erstmal wieder schauen, wie wir die Aktie am besten bewerten. Dann blenden wir mal das hier ein. Die hatte ich schon mal in einem Video bewertet, AT&T, glaube ich. Das siehst du hier eben, wie der Gewinn sich doch relativ unzuverlässig entwickelt hier, jedenfalls in dem Zeitraum zwischen 2009 und 2015, dass der operative Cashflow sich sehr viel stabiler verhält. Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich auch, und die Dividende verhält sich auch sehr stabil, wir werden dann auf den KGV basierend auf dem bilanzierten Gewinn wahrscheinlich verzichten. Das war auch, glaube ich, das, was ich damals in dem Video gesagt habe. Ich blende mal alles ein. Dann siehst du eben hier diesen unzuverlässige Gewinnentwicklung, unzuverlässigen Fair Value basierend auf dem Gewinn. Gehen wir in die letzten 5 Jahre rein. Dann siehst du das hier. Und basierend auf dem bilanzierten Gewinn, also ist AT&T deutlich, wäre AT&T deutlich unterbewertet, machen wir das aber weg. Dann sehen wir, dass wir momentan so eine ziemlich faire Bewertung des Aktienkurses haben. Auch hier wieder siehst du, dass die Aktie AT&T hier deutlich überbewertet war mit 43 US-Dollar, dass dann die Aktie, der Aktienkurs ziemlich federn gelassen hat hier. Und zwar 23% nur, das sieht mir aber hier höher aus. Ah, wegen der hohen Dividende, ja, die ist dann natürlich da drin, klar. Die mildert dann die negative Rendite ab. Also hier ganz klar hohe Kursverluste von 43 US-Dollar auf 28,50 US-Dollar. Ist dann wieder eine Untertreibung nach unten. Und dann haben wir hier wieder die Korrektur. Und momentan sind wir so ziemlich beim nah am fairen Wert. Was man hier aber noch berücksichtigen sollte, ist, dass laut Prognosen der operative Cashflow nach unten geht, während die Dividende leicht steigt. Das heißt dann basierend, oder was die Renditeerwartung angeht, ist dann jetzt nicht mehr allzu hoch. Also hier war sie deutlich höher als hier. Ja, wir werden da wahrscheinlich, oder möglicherweise wäre plausibel, wenn wir jetzt dann hier für die nächsten Jahre erstmal eine Seitwärtsbewegung sehen, sodass dann die komplette Rendite aus der Dividende erzielt wird. Was wäre es dann, wenn wir hier mal so gucken, einmal, zweimal, hättest du dann aufs Jahr eine Renditeerwartung von knapp 5,5%. Das ist immer noch deutlich über dem Sparbuch. So, dann hätten wir KDDI anzubieten. Die sind aus Japan, haben eine Marktkapitalisierung von ungefähr T-Mobile USA, AT&T 250 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung, also ziemlich groß, ne? Deshalb wahrscheinlich auch so beliebt zusammenhängend mit dem Dividendenaristokratenstatus, also KDDI. Und gucken wir uns hier erstmal so hier wieder die Entwicklung an. Was hier sehr schön ist, das sind die Umsatzentwicklung, dann die stabilen operativen Margen. Die operativen Margen sind für mich die wichtigsten. Die Bruttomarge, warum die so steigen soll, weiß ich nicht. Gehen wir mal hier rüber. Auch hier im Prinzip wieder das Gleiche. Also wir haben einen Abstand zwischen dem operativen Cashflow und dem Free Cashflow aufgrund der Investition. Du siehst aber hier doch, dass es von links unten nach rechts oben geht, so prinzipiell. Ich mache mal den operativen Cashflow weg, da sieht man es vielleicht nochmal ein bisschen schöner. Und dieses Wachstum über relativ viele Jahre, das habe ich jetzt bei keinem anderen, also bei der Deutschen Telekom, bei AT&T so nicht gesehen. Das ist jetzt erstmal positiv. Du siehst auch hier das Dividendenwachstum. Ist auch recht dynamisch. Das sieht man schon hier rein optisch. Und du siehst auch, dass die Dividende vom Free Cashflow über den Free Cashflow immer gedeckt war. Bis aufs Jahr 2009. 2013 wird es nochmal eng, aber hier geht es auch nochmal runter. So laut Prognosen dann wieder steigen.
Macht für mich jetzt erstmal einen recht guten Eindruck. Gehen wir mal in den Dividendenturbo. Dann schauen wir mal, wie so die Dividendenrendite im historischen Verlauf aussieht. Das sieht auch nicht schlecht aus. Also wir haben hier Dividendenrendite von deutlich unter 1%. Damit fing es an. Anfang des Jahrtausends. Dann haben wir hier mal einen Hoch gehabt bei 3,25%. Fiel es wieder auf unter 2%. Und momentan haben wir eine Dividendenrendite von 3,89%. Und wie ihr hier so schön seht, soll es weiter steigen. Würde schon 2022, Ostern 2022, wenn der Osterhase kommt, knapp 5% betragen. Also macht auch keine schlechte Figur erstmal. Gucken wir uns mal die Bewertung an. Das machen wir mal blenden wir mal das hier ein. Dann sehen wir hier auch nochmal die steigenden Gewinne hier, den prinzipiell auch steigenden operativen Cashflow. Was so die Bewertung angeht, hier, weil der Gewinn mal eingebrochen ist, haben wir hier einen KGV von 40. Das ist ein Ausreißer, der jetzt aber noch nicht als Ausreißer markiert wurde durch den Algorithmus. KCV. Ja, also im Prinzip wäre. Könnte man entweder hingehen, würde ich sagen, und von hier ab bewerten. Ja, machen wir mal. Oder wir hätten von hier ab bewertet, die Aktie. Die beiden Möglichkeiten, die jetzt so spontan gesehen. Wir haben dann hier ein durchschnittliches KGV jetzt berechnet von 14,6, KCV von 5,2. Was ist, wenn wir das so machen? 12,9, 6,8, das ist schon ein bisschen anders. Da geht dann das KCV hoch und das KGV runter. Das ist interessant. Gucken wir uns mal die Bewertung hier an, was da rauskommt. Also man muss ab und zu auch ein bisschen spielen, ne? Mit der Fair Value Berechnung, weil diese Fair Values sind halt Schätzungen. Und du musst dann halt wissen, warum du das gemacht hast, warum du welchen Zeitraum ausgewählt hast und dann entsprechend das Ergebnis interpretieren. Das wäre jetzt also die Bewertung, die hier anfängt. Ab 2015 und da haben wir eben diese Multiples und wenn du das dir anschaust, dann kommst du darauf, dass die Aktie hier überbewertet war, dass die Akt dann der Aktienkurs also sehr lange seitwärts gelaufen ist aufgrund der steigenden Dividenden, Gewinne, Cashflows ist dann bei dieser Seitwärtsbewegung der Aktienkurs quasi in die faire Bewertung reingelaufen. Dann ist aber nichtsdestotrotz der Aktienkurs nochmal gefallen. Hier auf 2385 japanische Yen und danach wieder hier etwas gestiegen. Und momentan ist dann die Aktie entweder, wenn du den operativen Cashflow nimmst, hier fair bewertet oder unterbewertet, deutlich unterbewertet, basierend auf der Dividende. Das haben wir ja auch hier also gesehen, ohne irgendwas auszurechnen, dass die Dividendenrendite hier höher ist als überall in der Vergangenheit. Und basierend auf dem Gewinn hätten wir eine Unterbewertung. Jetzt aber gegenläufige prognostizierte Entwicklung. Der bilanzierte Gewinn soll etwas sinken. Hier sieht man dann auch hier, während der operative Cashflow etwas zulegen soll. Hier erstmal, das sinkt er dann auch ganz am Ende. Das heißt, wenn man hier die erwartete oder wenn du hier die erwartete Dividende, die erwartete Rendite ausrechnen möchtest, dann solltest du wahrscheinlich nicht diese fairen Werte nehmen, sondern eher die da hinten dran sind oder hier was Vorsichtigeres nehmen. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wir hier mal gucken, den als der aktuelle Kurs und dann hier vielleicht hier zwischen Cashflow und bilanzierten Gewinn hier dann den Kurs rauspicken. Das wären dann 3.350 japanische Yen. Dann hättest du aufs Jahr eine erwartete Rendite mit Dividenden nicht reinvestiert von 10,3%. Was ja auch nicht schlecht wäre. Wäre also ungefähr doppelt so viel wie AT&T. Jetzt könntest du dir noch sagen, okay, warum soll ich denn zum Beispiel in die Deutsche Telekom investieren, wenn ich da in die Perle investieren kann? Dann brauche ich doch quasi die Auster drumherum nicht. Wäre jetzt auch eine Möglichkeit. Also gucken wir uns noch kurz T-Mobile an. Und hier DA. Ein Grund, warum du vielleicht die Auster haben möchtest, ist, weil die Perle keine Dividende zahlt, das siehst du hier.
Wenn dir aber die Dividenden wurscht sind, dann könntest du ja trotzdem T-Mobile bevorzugen. Jo, das hieß aber erstmal, dass was Stabilität angeht, T-Mobile nicht gerade glänzt. T-Mobile ist ja jetzt im Prinzip eine Turnaround-Story, die geglückt scheint, was du ja hier nochmal siehst. Und entsprechend machen wir einen operativen Cashflow weg, das hier weg. Naja, du siehst es halt hier, ich will einem nur zeigen. Die Skalierung leidet leider unter diesem hohen bilanzierten Verlust. Also ab da läuft es halt deutlich besser. Also du könntest theoretisch auch, wenn dir die Dividende ist, egal ist, in T-Mobile quasi investieren. Dividendenbenchmark gibt es nicht. Bewertung gibt es natürlich. Machen wir es der Vollständigkeit halber auch mal kurz. Und da müssen wir aber erst noch mal gucken, was hier so der richtige Zeitraum ist. Und da ist der Default-Zeitraum über 10 Jahre deutlich zu lang. Da kriegst du noch dieses alte T-Mobile rein. Dann müssten wir ja schon hier hingehen und relativ kurzen Zeitraum bewerten. Hier haben wir dann quasi den Turnaround. Das ist aber der bilanzierte Gewinn noch ganz klein. Das KGV ist sehr, sehr hoch. Da müsste man, also das ist relativ schwer, einen sehr kurzen Zeitraum nehmen, was natürlich dann auch die Fair Value Berechnung, die Substanz, dass die Fair Value Berechnung etwas einschränkt. Zum Beispiel hier, dann kommen wir aber auf eine Unterbewertung, weil hier sehe ich ja schon 26 KGV, 23, momentan 20, knapp unter 20. Hätten wir jetzt quasi eine Unterbewertung. Also, das ist halt diese Art der Bewertung, die dynamische Aktienbewertung, die macht, wie gesagt, vor allem dann Sinn, wenn wir es mit sich stabil entwickelten Unternehmen zu tun haben und jetzt weniger bei Turnarounds, die erst in der jüngeren Vergangenheit waren, da kommt das Ganze dann auch eventuell an die Grenzen. Das siehst du dann, die Dividende haben wir nicht, das siehst du dann auch hier. Deshalb möchte ich auch gar nicht so arg drauf eingehen. So, was wir jetzt noch machen können, das wäre, weil sich viele für euch ja für die Dividende interessieren, die Dividendenbenchmark nochmal bemühen. Da lassen wir aber T-Mobile weg. Da gehen wir jetzt vielleicht mal zu AT&T, weil die haben ja die höchste Dividendenrendite und die legen dann quasi das Fundament für unseren Dividendenbenchmark hier. Dann schauen wir mal, was die Deutsche Telekom so macht, beziehungsweise wie die so abschneidet im weiteren Zeitverlauf, was die Dividendenentwicklung angeht. Naja, da seht ihr, dass hier mehr Dynamik drin zu sein scheint. Trotz der kleinen Dividendenkürzung, die wir hier hatten mal, die wir im Dividendenbenchmark im Dividendenturbo gesehen haben, trotzdem mehr Perspektive. Und KDDI gucken wir uns auch noch an. Und da sehen wir, dass dann noch mehr Potenzial ist, jedenfalls laut dem Dividendenbenchmark, was das zukünftige Dividendenwachstum angeht. Das ist natürlich, ja, nimm's zur Kenntnis, wie der Dividendenbenchmark funktioniert. Das erfährst du, wenn du hier draufklickst. Dann siehst du, wie der Algorithmus rechnet. Dann schauen wir uns nochmal vielleicht abschließend ein paar Kennzahlen an. Und da siehst du hier nochmal die Dividendenrendite, KDDI, momentan 3,7%. Dann kommt die Deutsche Telekom mit 4,6 und 5,4% AT&T. Dann haben wir ein bisschen Dividendenhistorie und so weiter. Was noch interessant ist, ist hier das historische Dividendenwachstum. Aufgrund der Deutsche Telekom negativ auf 10 Jahre, klar, gekürzt und sogar ganz gestrichen, das haben wir schon gesehen. Dann siehst du hier bei AT&T, das ist Dividendenwachstum, schon seit sehr langer Zeit bei ungefähr 2 oder leicht über 2% rumkrebst. Und bei KDDI haben wir ein Wachstum, Dividendenwachstum, das zweistellig ist, was auch zurückging im Vergleich zwischen den letzten 10 Jahren und wie es Dividendenwachstum geschätzt weiterhin also sein wird, bei 10,75%. Ist aber auch kein Wunder, weil am Anfang war die Dividende eben extrem niedrig bei KDDI, sodass sie dann sehr leicht gesteigert werden konnte. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier immer noch oder ist hier das Dividendenwachstum am dynamischsten ausgeprägt. Dividendenstabilität ist bei AT&T höher, beziehungsweise am höchsten, sagen wir noch bei KDDI sehr hoch.
und bei der Deutschen Telekom eben entsprechend aufgrund der Vergangenheit relativ niedrig. Gewinnstabilität, da glänzt KDDI. Was die Stabilität des Cashflows angeht, das sieht KDDI, aber auch AT&T sehr gut aus. Das ist der operative Cashflow. Während bei der Deutschen Telekom und T-Mobile das nicht so gut aussieht. Hier werden ja die letzten 20 Jahre betrachtet. Und eben aufgrund dieses Turnarounds, Turnaround, also am Anfang war es nicht so gut und jetzt ist es besser, aber das heißt, dass die Stabilitätsbetrachtung eben darunter leidet. Und gucken wir uns noch die Umsätze an. Das sieht alles so halbwegs gut aus, aber auch hier KDDI ist vorne und dann AT&T, T-Mobile ein bisschen besser als die Deutsche Telekom, aber sollen wir jetzt mal hier nicht überbewerten. Da wäre wahrscheinlich dann eher mal die Betrachtung des Umsatzwachstums angebracht. Und da sieht es wie aus, AT&T 7%. Und da ist bei KDDI wieder ein bisschen, sieht aber wieder ein bisschen schlecht aus. Also ist da etwas gemischt. Aber was hier die Stabilität vom Cashflow und Gewinn angeht und auch von der Dividende, da sieht KDDI nicht schlecht aus. So, ich will es jetzt nicht künstlich in die Länge ziehen. Ich würde mich aber dafür interessieren, wie eure Meinung ist zu diesen vier Aktien hier. Also, welche Aktie haltet ihr für nicht sparplanfähig, sondern für sparplanwürdig? Dann gebt mal eure Stimme ab. Alle vier Aktien sind sparplanfähig und dann bin ich mal gespannt, was rauskommt. Okay, das war's zur Telekom als der beliebtesten Aktie der Deutschen. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.